Willkommen zurück zu Folge 27 von Twilight Princess. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bevor ich mich dem Endboss des Seelenschreins widme, versuche ich mal anhand Schatztruhe nochmal zu finden. Deswegen wird es ja einige Schnitte geben in dieser Folge. Ich befinde mich im Hauptraum, wie ihr uns schwer erkennen könnt, an den fließenden Wassermassen. Und auf diesem Kronleuchter können wir drauf, weil in der Mitte entdecke ich auf der Karte zumindest noch eine Schatztruhe. Und die kann man ja hier wunderbar öffnen, wenn man nicht sich so blöd anstellt, wie ich das gerade tue. Ein Herzteil. Super, das ist die Art von Beute, die ich finden möchte. Und was jetzt ehrlich gesagt... Ja, wo ich muss mal eben kurz gucken. Wo wollen wir denn noch hin? Also erstmal, hier unten ist auch noch eine Schatztruhe. Dann würde ich sagen, widmen wir uns doch zunächst mal dieser Schatztruhe hier. Im Süden der Map. Zu diesem Zweck muss ich glaube... Wow. Muss ich glaube ich hier runterspringen. Ja, mal sehen. Ob das auch klappt. Link. Jetzt wird spaßig. Wir können auf jeden Fall mal hier runtergehen, weil hier war auch noch ein Schatz. Aha. Ein roter Rubin, aber er passt nicht mehr in meine Geldbörse, da ich ja in der letzten Folge schon befürchtet, einfach viel zu reich dafür bin. Deswegen... Ah, schnell. Sehr gut. Wie in der letzten Folge ja bereits angekündigt, bin ich leider ein bisschen zu reich dafür. Muss mich daher darauf verlassen, hier später nochmal wiederzukommen, um diese Schatztruhe an mich zu nehmen. Mentale Memo ist erstellt. Dann, jetzt befinde ich mich wieder im Anfangsraum und diese Schatztruhe hier ist wahrlich nicht schwer zu entdecken. Aber ich habe sie einfach nicht gesehen. Ich erhalte 20 Pfeile. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich eine fette Ausbeute nenne. Aber immerhin. Die nächste Schatztruhe, der wir uns annehmen, das ist schon ein bisschen mehr tricky, ist diese hier oben. Muss mal eben kurz gucken, mir einen Überblick darüber zu verschaffen, wie viel es allgemein noch gibt. Es gibt diese, wo ich noch keinen Plan habe, wie ich da hinkomme. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Dann gibt es hier noch eine. Im Kellergeschoss. Ich würde sagen, wir kümmern uns zuerst um die linke Hand. So, hier befinde ich mich wieder im berühmt-berüchtigten Wasserrondell. Jetzt habe ich ehrlich gesagt wirklich überhaupt keine Ahnung, wie ich... Vielleicht bekomme ich ja irgendwie mal so ein... Geniestreich mit. Moment, ich habe doch eine Ahnung. Okay, das wird eine ganze Zeit lang dauern, aber es ist auch total einleuchtend. Okay, ich spule mal vor. Meine Güte, was bin ich smart hier. Zumindest teilweise kann ich mir das hier abkürzen. Das ist aber auch wirklich so, da wollten die Spieleprogrammierer die Spieler nochmal so ein bisschen kurz vor Schluss abätzen. So nach dem Motto, wir verbauen da jetzt einfach mal was, was extrem lange dauert. Gut. Jetzt also hier oben. Auf Nummer sicher gehen. Und dann bekommen wir, wenn ich dafür nicht mindestens ein Herzteil kriege... Weiß ich auch nicht. So. Mann! Truhen und ich. Wir haben aber auch einen so geringen Radius. Och, Mensch! Dafür mache ich die Scheiße, oder was? Nee. Ja gut, dann müssen wir ja zur späteren Stunde nochmal wiederkommen. Kann Link das nicht einfach auf ein Konto einzahlen oder was? Fest verzinst anlegen?
Okay. Nicht weit von hier gibt es die nächste Option, die nächste Schatztruhe, die nur darauf wartet, von uns entdeckt zu werden. Um dahin zu gelangen, gehe ich am besten einfach durch diese Tür hier und lasse mich fallen. Ist die Frage, lasse ich mich klug fallen oder lasse ich mich nicht klug fallen? Macht das einen Unterschied oder macht das keinen Unterschied? Ich versuche mal, so etwas wie Restintelligenz walten zu lassen. Ich weiß, das ist ein seltenes Phänomen. Wenn ich mich hier fallen lasse, die Brücke. Wie kriegen wir diese Brücke jetzt da hoch? Ja, das war natürlich jetzt sehr smart von mir. Ich habe jetzt einiges an Zeit verplempert, um danach zu suchen. Das ist natürlich logisch. Das ist die Tür, die uns später dann auch noch zum Endboss führt. Na, also diese Brücke. Und das ist ja logisch, weil wir haben hier im Moment ja überhaupt keinen Wasserfluss. Deswegen kann das Wasserlevel ja nicht steigen. Und ja, das bedeutet aber, bis auf diese Schatztruhe hier oben, haben wir alles. Ich meine, diese Schatztruhe ist geschenkt, diese Schatztruhe ist ebenfalls geschenkt. Und dann bleibt eigentlich nur noch diese übrig. Diese haben wir auch schon erkundet. Und in sowohl dieser als auch in dieser befinden sich Rubine. Das bringt uns, wie ihr wisst, nichts, im Moment zumindest. Denn wir haben ja eine volle Geldbörse. Genau, spätestens jetzt sollten wir auch diese Brücke genügend angehoben haben, dass sie schwebt. Da werden die Physiker unter euch vermutlich weinen. Aber naja. Ich finde das immer, also ehrlich gesagt, verstehe ich auch nicht, warum ich mir das Spiel nicht für die GameCube zugelegt habe. Oder für den GameCube, besser gesagt. Denn, so wirklich viel Lust daran, den Controller die ganze Zeit zu masturbieren, habe ich auch nicht, wenn ich eine einfache Schwertattacke durchführen möchte. Ah, wir erinnern uns, oder? Jetzt dadurch, dass das Wasserlevel hier auch wieder gestiegen ist, komme ich hier lang. Sehr gut. Und das ist doch schon vielleicht schon das Rätsels Lösung. Dann kann ich doch einfach locker flockig hier lang. Oder etwa nicht. Oh. Boah. Na. Boah, wenn Link jetzt da rausgesprungen wäre, ne? Ich wäre ausgetickt. Okay. Dann. Hier war ich schon mal. Hier ist noch einer. Meine Güte. Was war das denn? Goodbye. So, jetzt aber. Oh, das sieht aus wie Rubine. Oh nein. Dafür mache ich den ganzen Aufwand hier. Wenigstens kann ich hier jetzt hoffentlich dafür sorgen, dass ich relativ schnell wieder zurückkomme. Gut. Okay, also das war eine gigantische Zeitverschwendung. Wir rekapitulieren nochmal. Wir gehen auf die Karte. Vierter Stock. Da sind violette Rubinen drin. Plus Grammatik. Da ist ein roter Rubin drin. Ein roter Rubin. Und da wollen wir jetzt hin. Genau.
führt das dazu, dass der Wasserpegel ansteigt. Wir können die Brücke überqueren. Das hat echt lang gedauert, bis ich das dann wirklich mal gerafft habe. Ja, nicht, dass es wirklich stört, dass ich hier runtergefallen bin. Aber hier gibt es noch eine Schatztruhe. Moment, das gucke ich mir mal aus der Perspektive an. Schaffe ich es wahrscheinlich nicht rechtzeitig. Mit Hilfe des Enterhakens schon. Bin dann mit diesem Herrn hier gefangen. Das gibt's nicht. Komm, Ding. Geht doch. Rubine, die ich nicht mehr tragen kann. Und ein weiteres Herzteil. Ja, gut. Achso, hier muss ich gar nicht lang, oder? Ich dachte, hier muss ich zum Endgegner. Dann halt eben nicht. Dann wird der Weg zum Endgegner wohl ein anderer sein. Rollenderweise Richtung Endboss. Ja, stimmt. Also, es ergibt ja auch architektonisch total Sinn, dass der Endgegner sich im... Ja, jetzt komme ich hier nicht weiter. In der Mitte befindet. Okay, das sieht doch wirklich aus, als würde hier ein Endgegner gerne hausen. Hinter dieser gigantischen Schließmechanik. Herzen und eine Fee. Die ist mir lieber, weil die kann ich in mein Inventar packen. Der Unterschied zwischen einer Fee und einem roten Gelee-Trank ist ein relativ simpler. Die Fee belebt mich auch wieder, wenn ich nicht dran denke. Okay, hier ist erstmal Dunkelheit. Ich glaube, es stand da, dass ich nach unten muss. Den kann ich eh nicht unter Wasser abfeuern. Die Eisenstiefel nutze ich dann einfach. Oh. Hier ist ein Tentakel. Ich falle drauf zu. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh. Was könnte wohl der Schwachpunkt dieses Monsters sein? In der Legend of Zelda-Reihe ist das immer relativ einfach. Meistens, wenn der Gegner ein Auge hat, visiere das Auge an. Wenn der Gegner eine leuchtende Stelle hat, visiere die leuchtende Stelle an. Urzeitfisch Octapesco. Was mich ehrlich gesagt so ein bisschen unglücklich stimmt im Moment, ist... Also, auch hier wieder die Theorie, wie immer, wir müssen... Ah, scheiße. Ja, ja, mit einer... Gut, dann sag du mal. Wenn das Auge sich in den Fühlern bewegt, wir sehen den Himmel, wenn dem zu nahe kommt, sagt er dich fertig. Achte also auf ausreichend Abstand. Ich immer doch. Oh. Oh. Das ist unappetitlich. Nein, 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 nein.
Okay. Ich warte einfach, bis dieses Teil in meiner Nähe ist. Das war jetzt irgendwie eine ziemlich unelegante, aber trotzdem irgendwie effektive Aktion. Wie eigentlich alles, was ich mache. Okay, das bewegt sich entgegengesetzt der Richtung, in der ich mich bewege. Jetzt müsste es hier rauskommen, oder? Okay. Okay, das sind keine wirklichen Wirkungstreffer, die ich dem Ding zufüge, aber scheinbar scheint es gereicht zu haben. Jetzt bekomme ich hier Bombenfische zur Verfügung. Die interessieren mich aber ehrlich gesagt nicht. Okay, das war's aber noch nicht. Jetzt kommt wahrscheinlich die echte Stufe des Gegners. Ja, oh. Octapesca. Jetzt habe ich ihn sauer gemacht. Aber warum auch nicht einfach mal den Schwachpunkt heraushalten? Warum nicht? Okay, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich werde mal die Stiefel los. Und ja, jetzt. Yeah. Oh, ist das episch. Der Kampf auf der gegnerischen Wasserschlange. Nein, 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 nein. Ja. Gib alles, Link. Okay. Wie war das bei Zelda? 3-mal oder 6-mal? Man hört's vielleicht, wie ich den A-Button vergewaltige. Oh, jetzt, bald. Und, jetzt! Nein, das war nichts. Das war nichts, beim besten Willen nicht. Vielleicht auch einfach mal ohne Visier schwimmen. Das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Und dann sehr gut. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, da habe ich so ein bisschen die Challenge vermisst. Also ich meine, ich musste dem Vieh ja einfach nur hinterher schwimmen und es erdolchen. Zack, Navigationsgerät war ausgestellt. Ein Gedicht. Boah. Da ist der Herzcontainer. Jetzt hat Midna wahrscheinlich noch was zu kamellen. Da ist er ja. Der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen. Also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht so an. Ich brauche ihn nun mal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santo klarzukommen. Ist ja schrecklich, wie der sich als König des Schattenreiches aufspielt. Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Prima. Also ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Also diese Entschuldigung ist auch wirklich an der Zeit. Vor allem mit dem rauen Umgangston hier. Zack. Also gut, gehen wir? Lass mich doch erst noch dieses wunderbare Herzcontainergerät einsammeln. Wunderbar, ich habe jetzt ganze 8 Herzchen. Auch das hier, na, ins Inventar oder auf die Karte komme ich irgendwie nicht mehr. Doch, ins Inventar komme ich.
5 Herzteile geben einen neuen Herzcontainer. Das heißt, wenn ich noch ein Herzteil finde, dann ist es in der Tat so, dass ich auch 9 Herzen habe. Bist du wirklich weg von hier? Bist du sicher, dass du nichts vergessen hast? Außer 834.000 Rubine in Kisten, die an schwer zugänglichen Orten sich befinden, habe ich nichts vergessen. Wenn ich mir zum Ziel setze, jede einzelne Schatztruhe einzusetzen, wird das in jedem Fall eine Herausforderung. Und dann, wie es weitergeht, erfahrt ihr in Folge 28. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Auf jeden Fall, bis dann und ciao.